Was ist das für ein voller Zauber? Warum glänzt und glitzert dieses Wasser so? Weihwasser, sagt ihr? Nun, wenn man dieses unheilige Land mit Weihwasser benetzen würde, so könnte es durchaus... Oh, mein Held. Mein armer Held. Was in der Teufels Namen? Habt ihr gerade eine Stimme gehört? Oder spielen meine alten Ohren mir einen Streich? Das war die Statue wahrscheinlich. Also, ihr habt also auch gehört und ihr glaubt es kaum von der Statue? Wird es sein, dass es sich gar nicht um eine Statue handelt, sondern einen Menschen, der zu Stein erstarrt ist? Ja, dann Dave, auf zur Statue. Vielleicht kann euer Weihwasser uns weiterhelfen. Ein Lebenssamen. Das ist nett, dass ich Lebenssamen kriege, direkt zu Anfang ein paar. Eine zur Statue. Benutzen wir das Weihwasser. Da, die Prinzessin ist wieder die Prinzessin. Und nicht eine Statue. Der alte Mann ist sehr verstutzt. Die Prinzessin. Wo bin ich? Wurde der Bann gebrochen? War die erste, der mich aus meinem Schlummer geweckt hat? Lass mich euer Antlitz schauen. Nun beziehbar ist auch euer Blick, wie erhaben eure Züge. Wahrlich, ich spüre eine große Macht in euch. Genau wie damals, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. Bei der Göttin, die Statue ist wahrhaftig zum Leben erwacht. Divinios, so heißt du. Dieses Wunder ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung in diesem finsteren Reich. Nun müssen wir ja nur noch zur Ruine von Schloss Tantigel reisen und dieses auf die gleiche Weise wieder zum Leben erwecken. Wenn es unbedingt uns gelingt, so lange am Leben zu bleiben. Dave, ich spüre, dass sie eine böse Macht nähert. Oh, scheiß die Wand an. Seid der Erbauer, nicht wahr? Ihr wurdet mit der Gabe der Schöpfung gesegnet. Als der Drachenfürst die Macht an sich riss und riss und dich und das Licht vom Himmel stahl, dachte ich, alles sei verloren. Also sprach ich einen Zauber, um mich selbst zu versteinern. Ich weiß nicht, wie viele Jahre seit jenem Moment verstrichen sind, aber allem Anschein nach dauert die dunkle Herrschaft des Drachenfürsten noch an. Noch können wir wieder Hoffnung schöpfen, jetzt da ihr bei uns seid. Denn ihr seid der Erbauer. Der gütige Rubis selbst hat euch die Gabe verliehen, Elefgard wieder auferstehen zu lassen. Dave, ich werde euch folgen, wohin euch eure Schritte auch lenken. Denn der Weg, den ihr beschreitet, wird uns zurück ins Licht führen. Wie ist mal eine Intelligente? Ich guck mal gerade meine Ausrüstung. Okay, ich habe 2 Zypressenstöcke. Ich nehme mal den stärkeren. Dave, ich fürchte mich, ein großes Übel nähert sich. Wie es scheint, hat der verhasste Drachenfürst oder auch einer seiner teuflischen Schergen davon erfahren, dass die Prinzessin erwacht ist. Die Prinzessin ist ein Funke der Hoffnung in diesem Finsterland. Wir müssen sie um jeden Preis beschützen. Und unvorbereitet dürft ihr euch diesen Kampf nicht stellen. Sagt Dave, seid ihr hungrig? Dann erlaubt mir die Hälfte der Nebelschwaden mit euch zu teilen, die ich gesammelt habe. Wohl an Dave. Schört eure Lippen? Dave's Sättigungsanzeige wird vollständig gefüllt. Würdet ihr euch jetzt trotz ihr nur so vor Schwung und Elan? Ja. Dann bitte ich euch, die Elf, lasst nicht zu, dass die marodischen Monster-Taktik ist eine einzige Hoffnung auslöschen. Wenn dieses Land jener je wieder das Licht erblicken soll, so müssen wir uns nach Schloss, da mit einem L, Tantigel begeben und es wieder aufbauen. Ich hätte vielleicht speichern sollen, aber ich weiß nicht, wo ich speichern kann. Wahrscheinlich bei dem Banner. Ja, ich kann gerade nicht speichern. 3 Monster. Wo sind sie denn? Ah, moin. Unsere Skelette erscheinen. Okay. Da ist noch einer. Na, ja, hörst du mal auf. Das war ja easy, aber was will man machen mit dem bisschen, was ich gerade an Ausrüstung habe? Sieg! Dir fällt ein blaues Teleportal. Oh. Ja, das Licht, meine Augen brennen. Nimm das Licht fort, es wird hier nicht gebraucht. Die Hälfte der Welt gehört mir, ganz allein. Das war wahrscheinlich der Drachenfürst. Kann ich hier speichern? Das, was im Banner am nächsten kommt, so wird ein Schuh draus. Ich meine, es ist ein Banner, aber nicht das Banner der Hoffnung. Tausend Dank, Dave. Ihr habt mich vor den Monstern gerettet. Wie meint ihr? Ihr habt das seltsame Stimme im Wind gehört? Ich habe nichts dergleichen vernommen. An so etwas frischer Erinnerung würde ich mich gewiss erinnern. Womöglich zählen die Strapazen des heutigen Tages an euren Nerven. Solltet euch einstweilen ausruhen, gewiss werdet ihr euch morgen früh schon wieder viel besser fühlen.
Beeindruckend, Dave. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ein so begabter Kämpfer seid. Doch warum schaut ihr so finster drein? In der Art düstere Miene passt nicht zu diesem freudigen Anlass und übrigens auch nicht zu eurem Gesicht. Was, ihr habt eine vorstellende, flüsternde Stimme von Valter vernommen? Ihr müsst euch getäuscht haben. Vielleicht liegt es lediglich daran, dass der Kampf euren Geist ermattert hat. Immerhin seid ihr der Erbauer und kein Krieger. Vergibt mir, dass ich euch so viel abverlange. Und doch scheint es mir, dass ihr eine angemessene Belohnung für eure Taten erhalten habt. Dies ist ein Teleportal, nicht wahr? Morgen früh möchte ich euch bitten, durch das Teleportal zu reisen und euch zur Ruine von Schloss Tentikel zu begeben. Doch für heute ist eure Arbeit getan. Meine Hütte ist ein karges Heim, dessen Wände viele Löcher aufweisen, aber wenn ihr diese reparieren könnt, steht es euch frei, darin zu Rast zu machen. Okay, dann pennen wir. Das sieht stark danach aus, dass wir das machen müssen. Und jetzt kommt ein Rückblick. Lang harrte ich und wartete auf die Stunde. Ja, der Drachenfürst, der Penner. Komm, reich mir nun die Hand zum Bunde. Wenn du dies tust, dann soll die Hälfte dieser Welt dein eigen sein. Wohlan, wirst du an meiner Seite herrschen? Willigst du ein? Der Handel gilt, wie fein. Dürfte ich bitten, mir als Friedenszeichen nun deine Waffe zu überreichen? Ah, das große Schwert, das hätte dir vielleicht den Sieg beschert, hättest du nur auf deine Kraft vertraut, wie dem auch sei. Ich erwarte nun der Lohn für deine Iselei und ich werde diese Welt in Schutt und Asche legen und dich will ich in den tiefsten Abgrund fegen. Die Finsternis soll dich verschlingen und dir die ewige Ohnmacht bringen. Hm. Hilf mein Kind, warum willst du dich im Schlaf? Träumst du wieder von der Vergangenheit? Diese schmerzlichen Erinnerungen sind nicht die deinen, sondern die eines längst vergessenen Kriegers. Sie waren nicht für deine Augen bestimmt. Diese Visionen dürfen dich nicht von deiner Pflicht ablenken. Du musst nur die Aufgabe erfüllen, die dir anvertraut wurde. Das genügt. Dir, weißt du noch, was ich dir einst sagte, als du aus deinem Schlummer erwachtest? Du bist kein Held. Dir obliegt es nicht, den Drachenfürsten zu besiegen. Das war's? Das sind ja aufmunternde Worte. Guten Morgen, Dave. So genüsslich, wie ihr eure Glieder streckt, habt ihr gewiss gut geschlafen. Da ihr euch in der Nacht unlässig herumgewälzt habt, hatte ich schon befürchtet, ihr werdet nicht zur Ruhe gekommen. Ich bin froh, dass meine Sorge unbedingt war. Dave, mein Junge, ich bin ein Seher. Ich weiß, wer ihr seid und was die Suche für euch bereithält. In ihrer unendlichen Weisheit hat euch die allmächtige Rubis eine heilige Pflicht auferlegt. Und hier in diesem entweihten Land namens Tentikel werdet ihr eure Aufgabe als Erbauer vollenden. Dave, euer Abenteuer nähert sich seinem Ende. Ihr müsst nur noch ein wenig länger durchhalten. Wo wir gerade davon sprechen. Es wird Zeit, dass ihr das blaue Teleporter ausprobiert. Bitte begebt euch zur Ruine von Schloss Tentikel, wo einst der König von Alefgard Hof hielt. Bringt das Licht an jeden verfluchten Ort zurück und kümmert euch um den Wiederaufbau. Das Weihwasser, das ihr gemacht habt, wird euch dabei eine große Hilfe sein. Benetzt eure Umgebung damit, um neues Leben aus der Asche zu erschaffen. Ohne Zweifel werdet ihr im Zuge der Erläuterung des Landes das dringend benötigte Materialien für den Wiederaufbau erhalten. Solltet ihr je Beistand brauchen, so kehrt ihr einfach zu mir zurück. Die Prinzessin und ich werden hier bleiben und warten, bis wir Nachricht über euren Erfolg erhalten. Wie geht es euch auf eurer Mission, der führt Tentikel zum neuen Leben erwachen? Oder kehrt ihr vielleicht auf der Suche nach Nahrung zu mir zurück, wenn ihr die Zertigung des Nebel kosten wollt? So teile ich gerne mit euch. Kommt, mein Junge, ihr braucht euch nicht zu riskieren. Schürzt nur die Lippen und schließt die Augen. Die Sitzungszeit wird völlig gefüllt. Es ist vollbracht. Jetzt seid ihr bestens darauf vorbereitet, durch die blaue Teleporter zu reisen und euch nach Schloss Tentikel zu begeben. Wenn ihr eure Pflicht jemals erfüllen wollt, müsst ihr das Licht an jenen Ort zurückbringen und den Wiederaufbau der Ruine in Angriff nehmen. Das Weihwasser, das ihr gemacht habt, wird euch dabei eine große Hilfe sein. Gewiss leistet die Pflanzen und Mineralien, die ihr dadurch mit ihr Leben erfüllt werden, euch gute Dienste bei der Wiederherstellung. Nehmt den Altar des Seers mit euch, damit ihr auf euren Reisen weitere Flaschen der kostbaren Substanz herstellen könnt. Prinzessin und ich werden hierbleiben und auf eure triumphale Rückkehr warten. Sprecht bitte mit mir, bevor ihr aufbrecht. Guten Morgen, Dave. Ihr wurdet wohl vom Albträumen geplagt, so wie ihr im Schlaf gestöhnt habt. Ich habe noch jemanden so erbärmlich schreien hören, noch so eine ruhelose Nacht könnt ihr euch unmöglich ausgeruht fühlen. Redet näher, Dave, noch etwas näher. Oh, ich werde geheilt. Du erhältst sämtliche LP zurück. Es war nicht imstande, euren Seelenschmerz zu lindern, doch euren Körper kann heilen. Wenn ihr meinen Beistand braucht, bin ich für euch da. Aber dafür ist doch
der Schlaffen da. Und ihr übrigens durch das Teleportalreisen, das ihr beim eurem letzten Kampf erhalten habt, wenn das Glück euch hold ist, wird es euch vielleicht zu meinem früheren Zuhause. Also Schloss Tantike liegt nun zwar in Trümmern, aber vielleicht findet ihr dort ja einen Hinweis darauf, wie sein Wiederaufbau sich bewerkstelligen ließe. Wenn das Licht jemals dorthin zurückkehren soll, so muss das Banner der Hoffnung geborgen werden. Es ist die Flagge, unter der sich unser Volk versammelt, der Beweis dafür, dass wir Menschen einst gegen das Heer der Drachenfürsten aufbegehrten und dass wir es wieder tun können. Wenn ihr das Banner in der Mitte der Schlossruine aufstellen könntet, würde die Göttin gewiss ihre Schützerhand über jeden Ort halten. Ich würde hier bleiben und dafür beten, dass die gütige Rubis euch behüten möge. Ich grüße euch, Dave. Habt ihr das Banner der Hoffnung schon ausfindig machen können? Ach, aber vergebt mir meine Ungeduld. Nach einer durchwidrigen Mission seid ihr bestimmt ganz erschöpft. Trittet näher, Dave, kommt her zu mir. Also, die halt nur. Die Ruine von Schloss Tantike befindet sich jenseits des blauen Teleporters. Wenn Schatt der hier wieder aufgebaut werden soll, so müsst ihr das geschonene Banner der Hoffnung wiederfinden und in die Ruine aufstellen. Nur dann wird das Licht an jenen Ort zurückkehren und mit ihm göttlichen Schutz der Rubis. Ich werde hierbleiben und dafür bitten, dass ihr wohlbehalten zurückkehrt. Begebt euch nach Schloss Tantike, Dave, und sucht nach dem Banner der Hoffnung. Ich setze mal das blaue Teleportal hier ab. Kann ich das hier einfach so... Nee, ich muss das... Ein Portal auf eine andere Insel wurde geöffnet. Dich nehme ich mit. Aber erstmal mache ich noch mal ein bisschen Heilsalbe. Die brauche ich nicht, deswegen baller ich die einfach in die Gegend rum. Dich nehme ich, glaube ich, mit. Ich wollte das hier auch mitnehmen. Aber dann habe ich kaum Platz für irgendwas anderes. Komm, ich brauch dich nicht. Ich stelle dich wieder hier hin. Und durch das blaue Teleportal kriege ich wahrscheinlich eine Kugel, deswegen nehme ich die grüne mal nicht mit. Ein Tigelheide, das Herz der Finsternis. Hey, hier sieht's sehr nett aus. Ist das nicht das Theme von Rainquest? Dave, mein Kind, endlich hast du dein Ziel erreicht. Die Dunkelheit, die dieses Land einhüllt, verhindert, dass ich ihm meinen Segen spende, aber dank der Gebete der Prinzessin kann ich dich wieder klar erkennen. Du stehst im Herzen Tantike, es ist dein Schicksal, dass du dich hier deiner letzten Schlacht stellst. In diesem Land befand sich einst die Hauptstadt von ganz Alefgard. Sie war ein fröhlicher Ort, der von Wäsche und Nehmen erfüllt war. Aber der treue Bruch einer einzigen Kriegers lieferte die... Sieht im Fluch des Drachenfürsten aus und so wurde das Land zu dieser Wüste des Todes und der Zerstörung. Geh, mein Kind, dring in das Ödland vor und suche nach der Ruine von Schloss Tantike. Bring das verschollene Banner der Hoffnung und bring das Licht nach Tantike zurück. Und wisse dabei, dass ich immer über dich wachen werde. Okay. Wo ist denn Schloss Tantike? Ich gehe mal stark davon aus, das ist hier Schloss Tantike, das große Gedöns. Banner der Hoffnung wird wahrscheinlich in der Kiste da sein. Das ist wahrscheinlich Schloss Tantike. Du trägst den Titel auf nach Tantike Band 6. Endlich bin ich auf Schloss Tantike angekommen. Oft habe ich während meiner strapaziösen Reise von Kantlin hierher von diesem Augenblick geträumt. Doch mein Traum ist zum Albtraum geraten. Die Gerüchte sind wahr. Hier gibt es nichts als Dunkelheit und Tod. Von der bunten und lebendigen Stadt Tantike, dem Juwel von Alefgard, ist keine Spur mehr zu sehen. Mein Mann aber wohnt noch hier, auf dessen Schultern als die Hoffnung aller Menschen in Alefgard ruhten. Der Held, dessen verhängnisvollen Zaudern dieses Land dem Untergang weihte. Oh, was sollte ich mit diesem Wissen anfangen? Ich habe nicht mehr die Kraft, meine Abenteuer fortzusetzen. Ich habe mein Ziel erreicht und hier muss meine Reise enden. Wenn ihr diese Zeilen meiner Reise von Kantlin bisher nachverfolgt habt, so sage ich euch dies. Wenn euch meine Worte Trost gespendet oder Erkenntnis beschert haben, so war meine mühsame Fahrt nicht umsonst. Dafür bin ich euch dankbar. Gut, oder recht müsste ich euch einen guten Rat geben. Wenn das Licht hier in diesem Land Finsternis zurückkehren soll, so muss der Banner der Hoffnung geborgen werden, das einem von dem Monster geraubt wurde.
Schurken haben es in eurer neuen erbauten Festung im Süden dieser Ruine weggesperrt. Ihre Zahl ist gewaltig und sie haben sich fest verschanzt. Und um einen Erfolg hoffen zu können, müsst ihr euch auf eure bisher härteste Schlacht vorbereiten. O tapferer Abenteurer, der ihr meine Fußstapfen getreten seid, bringt Tantike das Licht zurück und lasst Alefgard wieder auferstehen. Oder so. Ich hab's so schnell weggedrückt. Franklin A. Munzen, Wachbrigade von Kantlin. Hier kann ich jede Menge knallige Kugeln, jede Menge Sachen herstellen. Erstmal ein Riesenhammer. Und dann ein Eichenholzknüppel. Was brauche ich für das Reisegewand? Blaue Glibber, Seil. Malzofen. Kann einen Holztisch herstellen. Cool. Ich glaube, das wird hier meine Basis. Dann stelle ich das hier schon mal hier hin. Ah ja, ich sollte auch die Ausrüstung anziehen. Mir fällt zum ersten Mal Weltkarte. Betrachten. Okay. Das ist Tantigel. Kann ich hier schlafen? Nein, nicht wirklich. Ich mach mal ein bisschen hier zu, damit ich hier auch schlafen kann. Aber ich wollte gerade sagen, geht das nicht als Raum? Ich brauche einen Raum. Okay, das Banner, wo soll das sein? Wird mir leider nicht auf der Map angezeichnet. Kann es da sein? Im Schild steht eine Nachricht. Der Fluch des Drachenfürsten hat all das gute Zeug aus der Erde extrahiert und diesen großen, schönen Bällen versiegelt. Wenn die Menschen keinen Weg finden, diesen Fluch rückgängig zu machen, werden sie nie mehr imstande sein, hier alles wieder aufzubauen. Aber gebt nicht auf, Menschlein, ihr schafft das schon. Die Grüße von den Hämmerlingen. Xoxo. Was ist, wenn ich eigentlich hier das benutze? Ah, ich hätte gar keine Brücke bauen müssen. Ach, das ist auch gar nicht giftig. Kacke, das war vielleicht keine gute Idee, die Hände anzugreifen. Die mochten das auf keinen Fall. Was ist das denn? Eckstein. Okay. Warte, hier sind noch so Sachen. Ich heile mich nochmal eine Runde. Blutstein. Okay.
Okay. Ich brauche ein bisschen Erde auch. Aber ich kann gerade keine Erde tragen. Warte, warte. Nicht Erde hinstellen wie so ein Vollidiot. Was ist eigentlich das für ein Kraut? Ah! Ich hätte was in die Kisten tun sollen, die ich eben da gefunden habe. Und meinem Loot. Ich muss hier kurz alles wieder aufsammeln. Ich hatte noch Erde gehabt, egal. Bin ich denn da gerade hochgekommen? Ist das Quatsch hier, was ich hier mache? Das ist cool, so ein Zeug. Oh. Kann ich aber wahrscheinlich... Ach, ich habe einen Hammer. Das kann ich schön alles abbauen. Kann ich das Eisen auch abbauen? Ja, nice. Das brauche ich erstmal nicht. Wegwerfen. Ja, dann kloppen wir uns erstmal direkt das Eisen aus der Wand. Was heißt aus der Wand, aber hier, ihr wisst schon, was ich meine. Nichts geschieht, wunderherrlich. Ich brauche halt auch Stein, aber ich kann ja Stein abbauen. Ich habe ja meinen Hammer. Weil ich muss eine Schmiede herstellen. So. Ich hole noch mal ein bisschen Kohle und dann legen wir uns direkt pennen. Und dann upgraden wir direkt mal zu Stahlsachen. Ach, da ist auch so ein Brunnen. Ja, gut, also das ist ja schon gut ausgestattet hier alles. Ja, alles sehr gut. Ich leg mal ein paar Sachen ab, die ich nicht brauche. Zum Beispiel die Weltkarte, also die ist wirklich Wayne. Weltkarte brauche ich nicht. Bei Wasser behalte ich alles mal. Das sollte ich hier aufstellen am besten. Die Hanteln, die waren eine nette Geste, aber sie sind auch Schwachsinn. Kann ich denn an das Zeug dran, dass ich...
Ich wollte nicht das Buch lesen. Was in den Kisten ist. Ja, ich komme da dran, ohne dass ich, warte, ich setze noch hier diese Kugel hin, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ein Schmelzofen, was brauche ich denn dafür? Stein. Ja, dann holen wir uns den. Kann ich den einfach so abbauen, oder? Weil es ist ja einfach nur Stein, aber das hätte ich auch mein Zeug verwendet. Ich meine, ich kann mein Zeug verwenden, damit ich auch das andere, damit ich auch hier Gras und so abbaue. Das war nicht gewollt. Halmkraut ist was Feines. Ich habe hier auch direkt einen Baum und alles. Ich kann mir Holz holen. Ach, ist das schön. Und nix zu sowas. Ja, zum Nippel. Okay, dann... wird wahrscheinlich wie ein Flickenteppich hier aussehen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles haargenau... Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich werde nicht alles haargenau grün machen. Es wird, wie gesagt, wahrscheinlich ein Flickenteppich werden. Ich finde schön, dass die Totenköpfe, also die Skelette, die Heilkräuter sind. Ich meine, ich brauche sowieso euer Zeug. Für irgendwas. Ich bin ein bisschen überwältigt gerade, dass ich von gar nichts zu fast allem jetzt Zugang habe. Was wären denn die Hörner? Wenn ich die wahrscheinlich zu den Bäumen? Ja, die wären zu Bäumen. Okay. Aber noch mehr Stein, glaube ich. Wir werden auch auf jeden Fall mehr Weihwasser herstellen. So. Ich frage mich, was das da für eine Hütte ist. Für wahrscheinlich leben hier Menschen oder lebten Menschen. Flucht ein Mensch. Weißt du was, da haue ich lieber. Obwohl, dürfte ich trotzdem platt kriegen. Es ist nur das Problem. Okay, du bist ganz schön stark. Weil ich kriege trotzdem klein, auch mit meinen Knüppelchen. Wahrscheinlich mache ich mit dem Hammer mehr Schaden. Wehe, du, der hat wieder volles Leben. Ja, hol ich mir erstmal
bessere Waffen. Und vielleicht auch Rüstung. Nur das Problem ist mit dem Essen, ne? Sonst muss ich immer wieder zu dem Dude zurück. Weil da werde ich meine Probleme erstmal haben.